heute so ein bisschen die Nerven dadurch, ja, dass ich jetzt nochmal kurz darauf eingehe. Nochmal so ein kleines Beispiel. Und zwar, worum geht es eigentlich? Also, der Unterschied zwischen der geometrischen Verteilung ist folgender, dass der Anzahl der Suche beschränkt ist. Also, was wir jetzt hier haben, ist folgendes. Also, in dem Fall ein Beispiel. Also, ich schaffe das jetzt hier nicht dazu. Es gibt hier zwei Parameter bei der Binomialverteilung. Und das eine ist der N, das schaffe ich jetzt hier dazu. Anzahl der Versuche. Anzahl der Versuche, bis ein bestimmtes Ereignis eintritt. Also, zum Beispiel. Nehmen Sie mal an, vielleicht Fußball oder so, ja, Sie schießen auf ein Tor oder sowas, per Zufall. Ähnlich ist die Anzahl der Versuche, also schießen maximal jetzt 10 Mal oder was weiß ich, Basketballspiel oder so und versuchen halt irgendwie Treffer zu landen. Nehmen wir mal an, hier im Beispiel, jetzt soll jetzt hier die Anzahl der Versuche gleich 3 sein, ja, damit ich das jetzt hier besser illustrieren kann, was jetzt kommt. Sie werden ja gleich mal sehen, wie das jetzt hier nochmal vonstatten geht. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit P ist jetzt hier die. Also sprich die Wahrscheinlichkeit, mit der jetzt hier beim zufälligen Versuch dieses Ereignis eintritt. Also Erfolgswahrscheinlichkeit. Erfolgswahrscheinlichkeit, Scheinlichkeit für das entsprechende Ereignis. Okay, das ist jetzt hier die Konstellation. Das ist jetzt egal, welche Wert das ist. So, jetzt passen Sie auf, jetzt nehmen Sie mal an zum Beispiel, also wie gesagt, wir werfen jetzt hier 3 Mal und wollen jetzt hier die Treffer zusammenzählen. Beim ersten Versuch habe ich 2 Möglichkeiten, nicht? Schauen Sie, also das sieht hier wie folgt aus. Und zwar, entweder ich treffe oder ich treffe nicht. Wenn ich treffe, dann mit Wahrscheinlichkeit P. Wenn ich nicht treffe, dann mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P. Das ist jetzt hier die. Oder das sind jetzt hier die Möglichkeiten. So, jetzt beim zweiten Versuch, das ist jetzt hier gerade das da. Schauen Sie. Hier, so sieht das aus. Nachdem man jetzt hier vielleicht getroffen hat, kann man jetzt wieder treffen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ändert sich nicht. Also man wird jetzt hier nicht irgendwie besser oder so. Ja, aber nur wenn man jetzt hier häufiger geworfen hat. Das ist in der Realität natürlich anders, aber in dem Fall bleibt mir das jetzt aus. Okay? Also nehmen wir mal an, die Erfolgswahrscheinlichkeit bleibt bei jedem Versuch gleich. Bleibe bei jedem Versuch gleich, so wie wir das jetzt auch heißen. Und auch beim dritten, ja, so ist es jetzt hier auch. Also P1 minus P, P1 minus P, P1 minus P und so weiter P und dann steht hier 1 minus P. Das sind jetzt hier die Wahrscheinlichkeiten. Okay. So, jetzt zählen wir am Ende zusammen, nehmen wir mal an, jetzt x ist jetzt hier die Anzahl der Treffer, das schreibe ich jetzt hier vielleicht nochmal dazu, Anzahl der Treffer aus n Versuchen. Aus n Versuchen. Schauen Sie, oben, wenn ich hier oben angekommen bin, habe ich ja genau 3 Treffer, nicht? Also x ist jetzt hier gleich 3. Hier habe ich 2 Treffer gehabt, also bei den ersten beiden Versuchen, der letzte ist dann schief gegangen, also habe ich insgesamt 2 Treffer, nicht? Hier, in dem Fall ist der erste geglückt, der zweite nicht, damit der dritte, das heißt, in dem Fall habe ich hier auch 2 Treffer gelandet, nicht? Hier habe ich nur einen, nämlich den ersten, der erste ist geglückt, der zweite nicht und der dritte auch nicht. Dann habe ich jetzt hier einen Versuch, wo das jetzt hier beim ersten Mal nicht geklappt hat, aber beim zweiten, beim dritten Mal. Aber das spielt ja keine Rolle. Also mich interessiert das am Ende eigentlich nur das Ergebnis, nicht? Bei welchen einzelnen Würfen das jetzt hier so schnell gekommen ist, ist mir eigentlich Latte. Also hier ist zum Beispiel habe ich keinen Treffer, hier habe ich einen Treffer, habe ich keinen, also beim zweiten hatte ich ja nur 1, deswegen x ist jetzt hier gleich 1. Entsprechend x ist jetzt hier gleich 1 und hier am Schluss x ist jetzt hier gleich 0. Nur, dass Sie sehen, wovon ich jetzt hier rede. So. Und dann würden Sie ja, wenn Sie zum Beispiel die Wahrscheinlichkeiten jetzt hier ausrechneten, zu diesen Ereignissen, schauen Sie zum Beispiel jetzt hier zum Ereignis, fangen Sie mit der 0 an. P von x gleich 0. Da würden Sie ja im Grunde genommen berechnen, also das ist jetzt hier die einzige Möglichkeit. Schauen Sie, 1 minus p mal 1 minus p mal 1 minus p, also sprich 1 minus p mal 3, nicht? Das wäre jetzt hier eigentlich sozusagen jetzt hier gegeben. Ich versuche das jetzt immer so ein bisschen zu verallgemeinern, damit Sie jetzt hier eine gewisse Systematik erkennen. Also ich könnte hier zum Beispiel schreiben p hoch 0, das steht jetzt hier nicht da, aber das kann ich jetzt hier einfach noch jetzt mit da reinbringen. Mal, wie kann man 1 minus p hoch 3, nicht? Ich habe jetzt den P hoch 0 hin dabei, dann würden Sie jetzt hier zumindest den Zusammenhang erkennen, wenn ich das jetzt hier weitermache. So, und wie oft kommt das jetzt hier vor? Also sprich, das ist jetzt hier die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt hier genau, keinen einzigen Treffer zu landen? Also sprich, genau 3 Nieten zu landen, es gibt jetzt hier genau eine Möglichkeit, nicht? So, jetzt
Jetzt wird etwas interessanter, schauen Sie. P von x gleich 1. Also im Grunde genommen interessiert mich jetzt nicht, welcher Wurf das jetzt hier war, wo ich jetzt den Treffer gelandet habe. Ob das jetzt der erste, der zweite oder der dritte, das ist ja nicht egal. Wichtig ist jetzt nur, dass ich mache vielleicht ein bisschen zu, ja. Flugzeuge oder was ist das jetzt hier aus? Ich könnte das da hinten werfen, ne? Nein, das macht nichts. Das ist einfach nur zu laut. So, man muss jetzt hier den ganzen Wald hier vernichten, ne? Wenn das jetzt hier so angewachsen ist. Gut. Okay, also schauen Sie, P von x gleich 1. Obwohl, viel leiser ist jetzt nicht geworden. Da ist noch ein Fenster. Ja, ich weiß. Ja, egal. Hunde gibt es ja auch noch. So. Bin immer wieder erstaunt. So, passen Sie auf. Also, die Frage ist, wo taucht das jetzt hier auf? Also, was wäre zum Beispiel jetzt hier die Wahrscheinlichkeit für diesen Pfad, beziehungsweise dass jetzt jemand beim ersten Mal nicht trifft, beim zweiten Mal auch nicht, beim dritten Mal trifft? Die Wahrscheinlichkeit wäre jetzt hier b hoch 1 mal 1 minus b hoch 2, nicht? Das ist ja eigentlich auch ganz gut zu sehen. So, das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt hier genau einen Treffer landen kann aus drei Würfen. Hier ist zum Beispiel noch einer. Hier ist noch einer und das war es auch schon. Ja? Das heißt, ich kann diesen Weg gehen oder diesen Weg gehen. Diese drei Wege schließen sich aus. Im Grunde genommen handelt es sich hier um eine Vereinigung aus diesen Ereignissen. Und wenn ich die Wahrscheinlichkeit für eine Vereinigung berechne, dann muss ich die Zugewegwahrscheinlichkeit addieren. Genau, das heißt, in dem Fall habe ich jetzt im Grunde dreimal diesen Pfad hier. Ja? Das sehen Sie. Das ist jetzt hier die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich genau einen Treffer lande. Sehen Sie? Und so geht es dann weiter. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt hier p von x gleich 2 berechnen, hätten Sie auch dreimal jetzt in dem Fall nicht b hoch 1, sondern b hoch 2, weil Sie ja genau zwei Treffer landen, 2 mal 1 minus b hoch 1. Und beim letzten hätten Sie jetzt genau einmal b hoch 3 mal 1 minus b hoch 0. Das ist jetzt hier so ein bisschen, oder wenn Sie jetzt hier das mal angucken, das sind jetzt hier einfach die Werte, die Sie jetzt hier aus der Tabelle nehmen. Okay? So, das kann man auch verallgemeinern, also nicht nur für drei Versuche, sondern für, in dem Fall für, nehmen wir mal zum Beispiel mal jetzt hier vielleicht 4, 5, 6 oder 10 oder was weiß ich, also für N Versuche. Und ich definiere das jetzt hier mal, und zwar unter dem Stichwort Binomialverteilung, also Definition. Eine Zufallsvariable, das gucke ich jetzt hier mal ab, mit, ja, und wie kann ich jetzt hier, also so im Grunde genommen, das ist ja eine diskrete Zufallsvariable. Und diskrete Zufallsvariable, das habe ich ja letztes Mal gesagt, definiere ich über die Wahrscheinlichkeitsfunktion. Was ist denn mal eine diskrete Zufallsvariable? K.O.-Begriff? Ja? Gucken Sie noch mal ein bisschen nach oben. Was ist nochmal eine diskrete Zufallszahl? Ja? Das ist das eine, wo man eine Folge mit erbilden kann. Genau, also mit den Realisationen. Wie heißt diese Eigenschaft, dass man das Abzählbar. Genau, das ist eine Zufall, also das eine Zufallsvariable, der Wertebereich jetzt hier absehbar ist. Genau, dazu gehört jetzt hier auch die Binomialverteilung. Schauen Sie, eine Zufallsvariable mit und eine diskrete Zufallszahl kann ich über die Wahrscheinlichkeitsfunktion definieren. Also mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion, ich schreibe es jetzt hier so, P von x gleich k, schauen Sie. Ich schreibe jetzt hier zunächst mal p hoch k mal 1 minus p hoch, in dem Fall n minus k, wenn Sie das jetzt hier nochmal gucken. Dann passt es jetzt hier eigentlich ganz gut rein, also zum Beispiel b hoch 3 mal 1 minus b hoch 3 minus 3, da ist jetzt die Anzahl der Versuche, nicht? Also ich hatte ja maximal 3 Versuche gehabt jetzt hier. Hier in dem Fall habe ich jetzt hier n Versuche, also wenn ich das jetzt hier verallgemeinern will, und n minus k ist jetzt hier der Wert, den ich jetzt hier einsetze, nicht? Also 3 minus 3 wäre jetzt hier 0, 3 minus 2 wären jetzt hier 1, 3 minus 1 wären jetzt hier 2 und 3 minus 0 wären jetzt hier in dem Fall natürlich 3. So. Das ist jetzt hier zunächst mal dieser rechte Teil und jetzt die Frage, wie gucke ich diese Koeffizienten her? Ja gut, die Koeffizienten, die kann ich ja verallgemeinern, das lasse ich jetzt hier gleich zeigen. Das ist dieser Binomialkoeffizient n über k. Also in dem Fall 3 über 3, 3 über 2, 3 über 1 und 3 über 0. So würde ich es jetzt hier auch bekommen. Wenn eine Zufallsvariable diese Wahrscheinlichkeitsfunktion hat, heißt die Zufallsvariable binomial verteilt. Binomial verteilt. Und zwar, wenn Sie sagen, okay, das folgt dieser Verteilung, dann müssen Sie noch angeben, welche Parameter die Verteilung hat. Nämlich,
Ja, N und P, so ist es. Mit N, also mit Parameter N, Parameter, ne? Welche Reihenfolge, das ist, ja, das hat sich noch nicht ganz durchgesetzt, welche Reihenfolge man das jetzt hier angeht. Parameter N, das können Sie jetzt hier merken. N ist jetzt hier die Anzahl der Versuche. Okay. Und P, P ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Kürze jetzt hier mal ab, ne? Setze ich mal in Klammern, kürze jetzt hier ab. Okay. So. Also, ich habe Ihnen das auch das letzte Mal erzählt. Wenn man die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer diskreten Zufallszahl kennt, dann weiß man im Prinzip alles über diese Zufallsvariable. Ja? Deswegen kann ich auch die Zufallsvariable über die Wahrscheinlichkeitsfunktion definieren. Okay? Wir hatten jetzt hier oben ein Beispiel gehabt, wie das jetzt hier zustande gekommen ist. Ich hoffe, das reicht jetzt in dem Fall, also hier im Fall aus. In der Klausur müssen Sie aus einem gegebenen Kontext, also wenn das jetzt kommt, was ja doch was eigentlich durchaus sein kann, müssen Sie aus einem gegebenen Kontext erkennen, um welche Verteilung es sich handelt. In der Regel, also nicht immer, manchmal kriegen Sie es gesagt, aber in der Regel müssen Sie es erkennen. So, die Frage ist, woran können Sie zum Beispiel die Binomialverteilung erkennen? Vielleicht fällt Ihnen dazu was ein. Es gibt zwei Merkmale, woran Sie das sehr gut erkennen können. Das eine ist, ja? Es gibt nur Erfolg oder Misserfolg, also nur zwei Dinge, die einbringen. Okay, aber es gibt ja mehrere zum Beispiel, also die Anzahl der Erfolge und Misserfolge, die können sich ja nochmal unterscheiden, nicht? Also ich kann zum Beispiel jetzt hier 0 Treffer haben, 1, 2, 3, ja? Also da wird man noch ein bisschen differenzieren wollen. Es gibt mehrere Wiederholungen, okay, aber das gibt es aber zum Beispiel bei der geometrischen Verteilung ja auch. Ja, also da wirft man so lange, bis die 6 kommt oder so, ja, als Beispiel. Zählt man denn die Anzahl der Fehlversuche zusammen, ja? Ja, aber bei der Binomialverteilung ist ja einfach die Anzahl der Versuche vorgegeben. Genau, die Anzahl der Versuche ist von Anfang an vorgegeben und in dem Fall die Anzahl der Versuche ist beschränkt. Ne? Also die Anzahl der Versuche, mit der ich jetzt hier irgendwas jetzt hier... naja, ausprobieren will oder so, ist beschränkt, das können Sie jetzt vielleicht, also Merkmale, oder woran können Sie es erkennen, Merkmale, ja, oder Hinweise für die Binomialverteilung aus dem Kontext, Hinweise. Ja. Hinweise für die Binomialverteilung, ein Merkmal ist jetzt hier, die Anzahl der Versuche ist beschränkt, Anzahl der Versuche von Anfang an beschränkt. Okay, so. Da sollte es zumindest bei Ihnen klingeln. Also wie gesagt, ich behaupte jetzt nicht, dass das jetzt hier immer eine hinreichende Voraussetzung dafür ist. Also wie gesagt, wenn Sie jetzt feststellen, die Anzahl der Versuche ist von vornherein beschränkt, Binomialverteilung. Ja, also müssen Sie aufpassen. Na, das sind jetzt hier leider nur notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung. Aber Sie können es erkennen. Die zweite Merkmal, was jetzt Sie sich vielleicht merken sollten, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja, das ist jetzt hier wichtig. Die Erfolgswahrscheinlichkeit, was passiert mit der Erfolgswahrscheinlichkeit bei Ihnen versuchen? Genau, die Erfolgswahrscheinlichkeit bleibt bei jedem Versuch gleich. Normalerweise ist es ja so, wenn Sie zum Beispiel Basketball spielen, je öfter Sie versuchen, einen Treffer zu landen, desto besser werden Sie. Ja? Also da gibt es ja so einen Lerneffekt oder so. Ja? In der Regel. Das kann man das jetzt hier nicht, also zumindest damit nicht abbilden. Ja? Also das muss man hier einfach mal außer Acht lassen. Aber bei der BMR-Verteilung ist es so, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit sich nicht ändert. Ja, und zwar bei jedem Versuch. Also Erfolgswahrscheinlichkeit bleibt oder ist bei jedem Versuch gleich. Ist bei jedem Versuch gleich. Okay? Wenn Sie die beiden Sachverhalte jetzt hier aus dem Kontext irgendwie herauslesen, dann können Sie fast sicher sein, dass sich dabei, also die entsprechende Anzahl der Treffer, die man jetzt hier da haben möchte, sich eigentlich im Grunde immer um die Binomialverteilung handelt. Bei der geometrischen Verteilung ist es zum Beispiel so, da ist ja die Erfolgswahrscheinlichkeit auch immer die gleiche, nicht? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Beispiel jetzt hier eine 6 bekommt, bleibt unverändert. Aber im Gegenzug ist jetzt hier die Anzahl der Versuche halt eben nicht beschränkt, nicht? Also von vornherein, ich meine, Sie sagen ja, ich werfe so lange, bis die 6 kommt. Ha, ja, gut, aber vielleicht kommt die 6 gar nicht, ne? Ja, also wenn Sie Pech haben. So. Und das ist jetzt hier nicht der Fall. Also da sagen Sie von vornherein, ich werfe 10 Mal oder so und dann nicht mehr. So, cool.
Jetzt gucken wir uns mal einfach bei Eigenschaften an, und zwar von der Binomialverteilung unter anderem. Gut, also wir hatten jetzt hier im Grunde zumindest ein Merkmal jetzt hier bei den bei Discrete Superzahlen, und zwar das Erwartungswert. Das schreibe ich jetzt hier nochmal kurz hin, was das war. Ja? Also Erwartungswert von diskreten Zufallsvariablen. Schauen Sie, ich schreibe jetzt hier nicht die ganze Definition hin. Also x ist jetzt hier, Realisation jetzt hier von x, Realisationen von x. Nehmen wir mal an, das sind jetzt hier x1, x2 und so weiter und so weiter. Das muss jetzt hier nicht beschränkt sein. Bei der Binomialverteilung ist es aber jetzt hier in dem Fall nicht. Dann ist der Erwartungswert der Zufallsvariable was? Nichts anderes als die Realisation, also sprich der Wert, der jetzt hier herauskommen kann, oder sprich der Wert, den die Zufallsvariable annimmt, mal die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, und das aufsummiert über sämtliche Realisationen. Also ich schreibe jetzt hier nicht von e gleich 1 oder so bis zum endlich, weil sich jetzt im Grunde genommen jetzt hier auf dem Grund sich hier gestreckt hat. Okay. So, das ist der Erwartungswert. Und jetzt gucken wir uns mal an, was jetzt hier bei der Binomialverteilung jetzt hier als Erwartungswert herauskommt. Schauen Sie, und zwar nehmen wir mal an, also wir haben jetzt hier eine Binomialverteilte Zufallsvariable. Schauen Sie, also das schreibt sich jetzt hier so x, bi, also bi steht für Binomialverteilung. Hier, okay, man schreibt glaube ich n und p hin, dann, oder p, also ich weiß nicht welche Reihenfolge, aber das ist im Grunde genommen jetzt hier egal. So. Und daraus folgt, was ist jetzt hier der Erwartungswert? Also schauen Sie, welche Realisation hat denn eine Binomialverteilte Zufallsvariable? Das sollten wir vielleicht mal klar machen. Welche Realisation gibt es? Also sprich, wie viele Treffer können Sie denn haben? Wie so n? Zum Beispiel, welche noch? Ja, also darum geht es. Also n ist richtig. Ja? Also können, wenn Sie zum Beispiel dreimal werfen, können Sie auch dreimal treffen. Aber welche Realisationen sind möglich? Genau, und zwar jeweils in Einzelschritten. Ne? Also 0, 1, 2, 3 und so bis n. Genau, das sind die Relationen. Also berechne ich, um jetzt hier den Erwartungswert jetzt hier zu bestimmen, berechne ich Realisation mal Wahrscheinlichkeit aufsummiert über sämtliche Realisationen. Das heißt in dem Fall 0 mal p von x ist gleich 0 plus 1 mal p von x ist gleich 1 plus Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen plus. Und hier hört es auf. Also bei der geometrischen Verteilung war das nicht so. Aber hier hört es dann auf, nämlich bei n Versuchen, denn Sie können nicht mehr als n mal treffen, wenn Sie n mal werfen, nicht? Also das hat es noch nicht gegeben, glaube ich. Ne? Müssen ja zwei Werte irgendwo reingegangen sein, aber das ist in der Regel nicht so. Ne? Also verstehen Sie, was ich meine, nicht? P von x ist gleich n. Ne? Das sind jetzt hier die einzelnen Werte. So setze ich das jetzt hier dann zusammen, ne? Für den Erwartungswert. Ja, das ist ja allgemein, egal welche Realisation das hat. Hier sind speziell die 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter bis n. Je nachdem, was man jetzt hier hat. Ja? So, ja gut, schreiben wir das jetzt mal ein bisschen kompakter und so. Ja, 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 ne? Also, ja, 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 jetzt schütteln die Leute schon den Kopf hier. Ne? Summe von i gleich, wo fange ich an, wo ich auch? Bei 0. Ja, wir fangen bei 0 an. Gut, ich meine, das fällt hier raus, ne? Das ist richtig. Ja, also das ist schon okay. Also man könnte auch bei 1 anfangen, aber machen wir das für die Vorständigkeit bei 0. Ja? So, ja gut. Und dann sieht es jetzt hier so aus. I mal P von X ist gleich I. Ne? Das ist jetzt hier erstmal das Gemeinsame. Ich schreibe das jetzt hier mit dem Summenzeichen, weil ich nicht immer Lust habe, jetzt hier die Wahrscheinlichkeitsfunktion von der Minimalverteilung, die doch etwas länger ist, je für die einzelnen Werte jetzt hier nochmal aufzuschreiben. Da habe ich keine Lust zu. So, da setzen wir das mal ein. Schauen Sie, und zwar, ich habe jetzt hier die Summe von, ja, also was Sie jetzt hier eigentlich auch gesagt haben, i mal, so jetzt p von, und nehmen wir jetzt hier einfach mal die Wahrscheinlichkeitsfunktion an der Stelle i. Was ist das? Das ist jetzt hier n über i mal p hoch i mal 1 minus p hoch n minus i. Ja, das ist jetzt hier nicht besonders schwierig, auch wenn Sie sich jetzt hier ein bisschen wundern, woher das kommt. Schauen Sie, ich habe jetzt hier die Wahrscheinlichkeitsfunktion von der Binomialverteilung hat mit k hingeschrieben, also setzen Sie einfach statt k i und dann haben Sie im Grunde genommen diesen Ausdruck hier. So, jetzt mache ich aber trotzdem das, was Sie gesagt haben. Also ich schummel jetzt hier ein bisschen. Ich fange jetzt nicht bei 0 an zu zählen, sondern bei 1. Da passiert nämlich gar nichts. Ja? Warum? Das hat nämlich einen praktischen Grund.
Oder vielleicht, oder ich könnte jetzt hier einfach das jetzt hier mal zunächst mal übernehmen. Machen wir das jetzt trotzdem mal so. Und dann mache ich das im nächsten Schritt. Weil sehen Sie, der erste Summand ist 0. Also wenn ich jetzt hier mit für I gleich 0 setze, dann ist der erste Summand 0. 0 mal irgendwas ist immer 0. Es sei denn, Sie haben irgendwo unendlich drin oder so, aber hier habe ich jetzt keine unendlich drin. 0 Fakultät ist auch 1 per Definition. Ja, dafür hat man auch gesorgt, dass es immer 1 bleibt. So. Also, was ich jetzt hier mache, ist folgendes, schauen Sie. Ich schreibe jetzt hier zunächst mal das Summenzeichen hin. Und ersetze jetzt hier diesen Ausdruck durch die Fakultäten, nicht? Das kennen Sie, n über i, das ist n Fakultät geteilt durch i Fakultät geteilt durch n minus i Fakultät. Ne? Also machen wir jetzt hier mal einen Bruch, und zwar besteht hier n Fakultät geteilt durch i Fakultät mal n minus i Fakultät. Ne? Das ist dieses n über i Zeug. So, dann schreiben Sie p hoch i mal 1 minus p hoch, da habe ich leider keinen Platz mehr, 1 minus p hoch n minus i. So. So ist das. Ne? So, und dann berechnen Sie das Ganze ja, würden Sie ja berechnen von 0 bis n. Ich schummel jetzt ein bisschen, weil, wie gesagt, der erste Summand ist 0, kann ich ja vergessen. Fange ich jetzt hier bei 1 an. Das ist jetzt hier gerade beim nächsten Schritt. Ja? Also sehen Sie, dass ich jetzt hier das ein bisschen geändert habe. Wie gesagt, keine Sorge, das hat einen praktischen Grund. Machen wir gleich beim nächsten, also quasi in den folgenden Schritten, warum ich diesen Summanden jetzt hier weglasse. Ja, aber ich meine, gut, begnügen Sie sich erstmal mit der Antwort, ja gut, weil der eh 0 ist. Nicht? Also wenn ich hier für ihn gleich 0 setze, dann kommt 0 raus. Also den Summanden brauche ich dann nicht mehr. So, gut. Was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich ziehe jetzt hier ein n heraus, sozusagen, nicht? Also quasi aus der Summe. Also aus dem Fakultät, nicht? Was bedeutet n-Fakultät? N-Fakultät heißt n mal n minus 1 mal n minus 2 mal 1. Ne? Das kann sehen. 5 Fakultät, 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. 6 Fakultät, 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Sie können aber auch schreiben, 6 Fakultät ist gleich 6 mal 5 Fakultät. Ne? Ist es klar? Ja, also 6 Fakultät ist gleich 6 mal 5 Fakultät. Und das wende ich jetzt hier an, indem ich sage, n Fakultät ist gleich n mal n minus 1 Fakultät. Ne? Das heißt, ich schreibe jetzt hier, also das hat jetzt hier zumindest durchaus ein paar Gründe. Ich schreibe jetzt hier, also ziehe aus dem n1 heraus. Und was ich jetzt hier noch gleichzeitig machen möchte, ist, ich kürze das jetzt hier mit dem, das geht. Weil i Fakultät ist ja auch i mal in Klammern i minus 1 Fakultät. Ne? Also um das jetzt hier nochmal klar zu machen, zum Beispiel 10 Fakultät ist gleich 10 mal 9 Fakultät. Ne? Das heißt, da steht dann ein i. I mal i minus 1 Fakultät ist ja i Fakultät. Und dann kann ich das jetzt hier mit dem einen i kürzen. Und dann fällt das hier weg. Bleibt also statt diesem Ausdruck i minus 1 Fakultät übrig. Ne? Also wenn ich i mit i Fakultät kürze, bleibt i minus 1 Fakultät übrig. Klar? So, das lasse ich so, wie es war. Also n minus i Fakultät, das bleibt. Okay. Und hier ziehe ich jetzt hier noch ein n heraus. Okay, aus dem. Weil, warum? N Fakultät ist ja n mal n minus 1 Fakultät. Das heißt, wenn ich jetzt hier n hinschreibe, dann steht hier n minus 1 Fakultät. Nicht? N mal n minus 1 Fakultät gibt ja gerade n Fakultät, also das ist ja das Gleiche. Wie gesagt, keine Sorge, fragen Sie sich jetzt nicht, warum ich das mache. Das werden Sie gleich sehen. So, passen Sie auf, ich mache jetzt nämlich noch was. Ich ziehe jetzt hier aus diesem p hoch i, ziehe ich auch eine Potenz, also ziehe ich auch eine Potenz heraus, und zwar p. Wenn ich jetzt hier nämlich p schreibe, dann steht hier p hoch was? Das ist jetzt hier die Frage. I minus 1. Wie gesagt, warum ich das mache, also ich meine, okay, ich gebe zu, dass dieser Ausdruck komplizierter ist als der hier, aber mit dem kann ich jetzt hier was anfangen, also keine Sorge, das kommt noch. Ja, also ich nehme das jetzt erstmal auseinander und dann baue es dann wieder zusammen. Ne? Dann werden Sie sehen, dass dann halt, was da rauskommt, durchaus etwas schöner ist. So, und dann der Rest, ja gut, also der Rest bleibt jetzt mal so, wie es war. Nicht? Also 1 minus, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier nicht mehr unter. Das ist mir jetzt hier leider ein bisschen zu lang. Schauen wir mal. Mal in Klammern 1 minus p hoch n minus i. Passt es noch auf die Seite? Ja, passt. Ne? Okay. Ich muss jetzt hier die ganze Zeit eine Blätter überlegen und so. So.
Und dann schreibe ich nochmal die Summationsgrenze. Also wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, es geht jetzt hier von E gleich 1 los, weil ich jetzt hier mit 1 und mal jetzt hier gekillt habe. So. Ja, jetzt hummeln wir noch ein bisschen rum mit diesem Zeug. Und zwar, schauen Sie, NMAP. NMAP könnte ich eigentlich auch aus der Summe herausziehen. Nicht? Also alles, wo I nicht mehr auftaucht, könnte ich aus der Summe ausziehen. Und das mache ich auch, schauen Sie. Also bevor ich das jetzt hier mache, ich meine, ich könnte jetzt hier NMAP schreiben und dann die ganze Summe nochmal abschreiben, aber da habe ich jetzt gerne Lust zu. Ich mache jetzt hier noch was anderes. NMAP, schauen Sie, dann die Summe, ich versuche das jetzt hier dann in zwei Zahlen zu schreiben, also schreibe ich jetzt hier nochmal diesen Rest aus, was da jetzt hier noch übrig bleibt. Okay, also ziehe ich jetzt hier quasi aus der Summe raus, von E gleich 1 bis N, das bleibt jetzt hier erstmal so, wie es ist. So, dann passen Sie auf. Der Zähler bleibt unverändert. Okay. Bleibt unverändert. Bleibt so wie es war. Ne? Okay. Also, da passiert nichts. Könnte man den Nenner auch rausziehen? Könnte man. Also, nur da habe ich jetzt I drin. Das ist schwieriger. Ja? Also da habe ich ja quasi nur... Also ich könnte ihn also nicht einfach rausziehen, den weil den ich sage, okay, ja, dann steht halt 1 durch den... Also ich meine, nee, nicht den Nenner, den Zähler. Den könnte man rausziehen, ja. Den könnte ich rausziehen, ja. Den ziehe ich aber nicht raus, weil ich ihn nachher noch brauche. Okay. Ja? Yes. Sagen wir mal, also wir sehen ja gleich dann wozu. Okay? So, passen Sie auf. Ich schreibe das jetzt hier auch I-1 Fakultät hin. I-1 Fakultät. Und damit ich jetzt hier eine gewisse Regelmäßigkeit erkenne, mache ich jetzt hier aus diesem Ausdruck Folgendes. Ja, das kommt jetzt hier nochmal gleich dazu. Ja, also gucken Sie mal, ob das jetzt hier, ob Sie sehen, dass das jetzt hier mit dem übereinstimmt. Ich, wie gesagt, also ich weiß, dass das jetzt hier Ihre Ästhetik stören wird, aber lassen Sie es erstmal auf sich bewegen. So, schauen Sie. Ich schreibe hier zunächst mal N-1 und dann minus in Klammern I-1. Klammer zu und dann Fakultät. Zweite. Okay, also wie gesagt, erstmal gucken, dass das Gleiche ist. Und dann werden Sie auch die Vorteile von diesem Ausdruck erkennen. Schauen Sie. N-1, wenn Sie jetzt hier die innere Klammer jetzt quasi im Gedanken für sich auflösen. N-1 minus I-1. Wenn Sie diese Klammer auflösen, steht dann I+1. Sehen Sie das? Dann würde es stehen N-1 minus I+1 gibt ja N-I. Und das bleibt ja jetzt eigentlich in der Fakultät. Also die beiden sind gleich. Ja? Warum ich das mache, das kommt gleich. So, und dann, das Prinzip behalte ich jetzt hier bei. Und zwar auch für diesen Ausdruck, schauen Sie. Also es geht jetzt hier weiter. Schauen Sie es einfach daneben. Ich habe jetzt hier leider keinen Platz, nur weiße. Mal. P hoch. Schauen Sie. P hoch I-1. Und dann schreibe ich hier 1 minus P hoch N minus, und das mache ich jetzt hier das gleiche, N minus 1 minus in Klammern I minus 1, ups, I minus 1. So, das war jetzt sehr mühsam, gebe ich zu. Wie ist das jetzt zu erklären, damit es nur Minus, also kannst du es mal erklären, warum das ist? Also, ja klar, also das hier erkläre ich nochmal kurz, schauen Sie. Hier die innere Klammer wegmachen, erstmal, dann entsteht hier Plus. Ja? Also Minus, 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 Plus. Ja. Ja? Okay, also wie gesagt, der Sinn ist noch nicht ganz klar. Gebe ich zu, kommt jetzt. Jetzt kommt, passen Sie auf. Und zwar, wie gesagt, also das ist ein furchtbarer Ausdruck. Ja? Ich gebe es zu, der wird jetzt aber ganz einfach. Schauen Sie. Und zwar, wenn wir jetzt hier einfach ein paar Ausdrücke definieren. Wir definieren jetzt. Definiere. Also das N-1 ersetze ich durch eine Variable, die ich jetzt hier M nenne. Okay? Ja? Und was ich noch mache ist, ich definiere jetzt hier noch I-1 und zwar, ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier auf die Reihe, I-1 ersetze ich dann ebenfalls durch eine Variable J. Also ich definiere J und M und schreibe einfach jetzt hier die Summe um. Passen Sie auf, gucken Sie mal, was daraus entsteht. Und dann wird es jetzt eigentlich Ihnen, also wird es Ihnen bekannt vorkommen. Und zwar schauen Sie, also zunächst mal hier, ich habe es jetzt hier darunter.
das MAP bleibt, also MAP. Dann gucken wir gleich, was mit diesen Summationsgrenzen passiert. Und zwar, also, passen Sie auf, bevor ich das jetzt hier mache, das sollten wir uns dann vielleicht nochmal klären. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, das muss ich jetzt hier mal vielleicht mal gucken, wenn ich jetzt hier die Summe, das sollte ich jetzt hier vielleicht nochmal einen Schritt nochmal zurückdenken, schauen Sie, Augenblick. Das sollte ich vielleicht nochmal kurz umschreiben, Augenblick. Und zwar, indem ich, passen Sie auf, wenn Sie jetzt zum Beispiel jetzt hier von n gleich 1 jetzt hier losziehen, ja, und bis n zählen, haben Sie ja genau n Summanden. Ich schreibe jetzt, schauen Sie, das kann ich jetzt hier nochmal kurz aus, um das jetzt hier nochmal vielleicht für Sie zu vereinfachen, schauen Sie. Dann haben Sie ja n Summanden. Das würden Sie auch bekommen, wenn Sie nicht von i gleich 1 bis n zählen würden, sondern von i gleich 0 bis n minus 1. Das heißt, was ich jetzt hier mache ist, ich schreibe jetzt hier mal den Summationsindex ein bisschen um und dann benutze ich jetzt diese Definition. Okay, Augenblick, also keine Sorge, kompliziert, nein. Vielleicht, ich meine, vielleicht braucht es auch gar nicht. Schauen Sie. Und zwar, ich schreibe jetzt hier von i gleich 0 bis n minus 1. Okay. Und schreibe jetzt hier diese Summe so um, dass da jetzt hier bei das entsteht, was ich eigentlich gerne hätte, weil da habe ich ja nämlich auch n Stück. Schauen Sie, passen Sie auf. Also beim ersten hätte ich jetzt hier i, also i gleich 1, 1 minus 1 Fakultät ist ja im Grunde genommen 0 Fakultät. Nicht? Also wenn ich i gleich 1 jetzt hätte, habe ich hier 0 Fakultät stehen. Wenn ich i gleich 2 setze, habe ich 1 Fakultät stehen. Nicht? Wenn ich i gleich 3 setze, habe ich ja dann 2 Fakultät stehen. Das ist im Grunde genommen, also ich will ja eigentlich nur diese Summanden haben. Wenn ich dann aber von 0 anfange zu zählen, dann könnte ich auch im Grunde genommen hier einfach dann i Fakultät schreiben. Und das ist das Gleiche. Ja? Also wenn ich von 0 anfange zu zählen, sehen Sie. Und statt also i minus 1 kann ich im Grunde genommen dann einfach jetzt hier nur i schreiben, weil dann habe ich ja genau die gleichen Summanden. Also i Fakultät statt i minus 1 Fakultät, sehen Sie das? Wenn Sie hier i gleich 1 setzen, dann kommt hier 0 Fakultät heraus. Und wenn Sie hier gleich i gleich 0 setzen, dann kommt hier auch 0 Fakultät heraus. Nicht? Also es soll ja eigentlich nur das Gleiche herauskommen. Es ist ja eigentlich wurscht, wie ich jetzt anfange zu zählen, verstehen Sie? Ja? Das ist egal. Es soll nur das Gleiche herauskommen. Darum geht's. Das heißt in dem Fall, kommt hier das Gleiche raus, wenn ich einfach nur i-Fakultät schreibe und i von 0 anfange zu zählen. Nicht? So, dann schreibe ich hier n-1 minus i-Fakultät, anstatt jetzt hier n-1 minus i-1-Fakultät zu schreiben. Das ist das gleiche Prinzip. Nicht? Wenn Sie i gleich 1 haben, steht hier n-1-Fakultät. Wenn Sie i gleich 2 haben, steht hier n-1 minus 1, also n-2-Fakultät. Wenn Sie i gleich 3 haben, steht hier n-3-Fakultät und so weiter. Also das können Sie eigentlich auch beibehalten, wenn Sie jetzt hier n-1 minus i schreiben und dann von i gleich 0 anfangen zu zählen. Oben bleibt alles unverändert. Steht n-1-Fakultät. Okay. So, und dann mache ich jetzt hier den Rest genauso weiter. Nicht? Also steht statt p hoch i minus 1, schreibe ich jetzt hier p hoch i, damit das gleiche herauskommt, wenn ich jetzt hier von 0 anfange zu zählen. Und dann mal 1 minus p hoch n minus 1 minus i. Das ist eigentlich im Grunde genommen die gleiche Vorgehensweise. Also wenn ich den Summationsindex verschiebe, und zwar um 1 nach unten, dann muss ich natürlich jetzt hier die entsprechenden Zahlen auch verschieben, damit das gleiche herauskommt, denn sonst kommt nicht dasselbe raus. Also wie gesagt, wenn ich von i gleich 0 bis n minus 1 zähle, habe ich im Grunde genommen genauso viele Summanden, wie wenn ich von i gleich 1 bis n zähle. So. Ja, also wir sind gleich am Ziel, keine Sorge. Ja. Jetzt benutze ich diese Definition zumindest jetzt hier für die obere. Schauen Sie, also ich ersetze jetzt hier n minus 1 durch m. Schauen Sie. Und dann habe ich folgenden Ausdruck, und zwar für den Erwartungswert. Dann habe ich jetzt hier n mal p mal die Summe von i gleich 0 bis m. Und dann steht hier m-Fakultät geteilt durch i-Fakultät mal m minus i-Fakultät, das ist das gleiche wie m über i, wenn Sie das nochmal vielleicht vergleichen. Ja, also m-Fakultät geteilt durch i-Fakultät mal m minus i-Fakultät. So, dann steht hier p hoch i mal 1 minus p hoch m minus i von i gleich 0 bis m und dann steht hier m mal p. So, wir sind jetzt fast am Ende, also noch ganz, ganz kleiner Schritt fehlt noch. Wir müssen uns nämlich noch klar machen, was das hier ist, aber schauen Sie es erst mal an. Was ist das hier?
diese Summe. Ich sag dir mal was. Ja, vielleicht, Sie sehen es ja schon. Summe aller Wahrscheinlichkeiten. Ja, Summe aller Wahrscheinlichkeiten. Genau, und zwar von einer Zufallszahl, ja, die binomial verteilt ist mit. Ja, ist richtig. Summe aller Wahrscheinlichkeiten mit Anzahl der Versuche ist in dem Fall nicht n, sondern m. Ja? Also die Anzahl der Versuche ist jetzt hier m, Erfolgswahrscheinlichkeit p. Was ist denn die Summe aller Wahrscheinlichkeiten? 1. Ja? Also diese Summe hier, die hier, ist 1. Ja? Die. Ja? Steht hier also dann n mal p mal 1 ist gleich n mal p. Ja, diese ganze Trickserei, nicht? So, nee, ist richtig. Die Summe über alle Wahrscheinlichkeiten sehen Sie ja von 0 bis n. Sie haben ja die, nämlich die Ausprägung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter bis m. Und dann hier haben Sie die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten dazu. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeiten addieren, kommt 1 heraus. Müsste ich jetzt auch beweisen, aber das werde ich jetzt hier nicht tun. Ja? So, jetzt werde ich es nicht sparen. N mal p ist also der Erwartungswert. Und das habe ich jetzt hier rausbekommen, ja, also durch diese ganze Rechnerei. War ein bisschen lang und mühselig, aber immerhin, wir haben es ja geschafft. N mal p ist der Erwartungswert, schauen Sie, also hier, das war das Ergebnis. Also wie gesagt, um das jetzt nochmal zu verkürzen oder um immer einfach mal darzustellen, was wir jetzt hier gemacht haben. Also was haben wir jetzt hier rausbekommen, ist N mal p. Ja, also das ganze Zeug jetzt hier für die Binomialverteilung zu Pascal-Karte. Müssen Sie nicht auswendig lernen. Warum? Steht nämlich im Skript. Darf ich noch mal kurz mir das leihen, aber ich gebe es noch gleich zurück. Nee, nicht von Ihnen, weil Sie, Sie haben eine Woche drauf warten müssen. Jetzt wird es vielleicht mal anders. So. Nee, das war. Sie hat es mir gegeben und dann habe ich sie vergessen zurückzugeben. So. Wo ist dieser Kapitel? Ah, hier. Und zwar Verteilungsmodelle. Schauen Sie, diskrete Verteilung, da taucht auch die Binomialverteilung hier auf, schauen Sie. Und da gibt es erstmal hier, Augenblick. Na, komm schon. So, das kommt jetzt hier aus der Bernoulli-verteilten, also als Summe von Bernoulli-verteilten Zufallszahlen hier zustande. Schauen Sie, P von x gleich x, also die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Stelle x ist das hier, das hatten wir auch schon. Und I von x ist gleich n mal i, Erwartungswert einer Binomialverteilten Zufallszahl. Das haben wir gerade gezeigt. Also, dass das so ist, das haben wir jetzt gerade gelesen. Für die Varianz machen wir das nicht mehr, aber das funktioniert genauso. Okay? So. Warum? Oder was heißt denn n mal p? Ja, schauen Sie zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie werfen 100 Mal und Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit ist 0,2. Also, sprich, Sie treffen im Schnitt bei jedem fünften Wurf. Danke. Ja? Wie groß wird erwartungsgemäß Ihre Anzahl der Treffer dann sein, wenn Sie 100 Mal werfen? 20, ne? Also wenn jeder fünfte Wurf jetzt hier ein Treffer ist. Im Schnitt, das heißt ja nicht immer, nicht? Also durchschnittlich. Ich meine, es kann ja sein, dass der 21 herauskommt, manchmal kommt da 19 heraus, manchmal treffen Sie gar nicht. Ja? Manchmal treffen Sie alle 100. Aber im Schnitt wird es 20 sein und darum geht es, also zumindest aus theoretischer Sicht, und das ist jetzt hier der Erwartungswert, n mal p, also 100 mal 0,2 hier 20. Ne? Das ist jetzt hier für die Intuition, das sollte man jetzt hier, das ist jetzt das, was man jetzt hier in der Aufgabe zeigen musste. Okay? So, dann außerdem, wir haben jetzt hier noch zu der Binomialverteilung, ach folgendes, die Verteilungsfunktion der Binomialverteilung ist tabelliert. Also Sie finden jetzt hier entsprechende Werte zu. Ich gehe jetzt hier nicht nochmal explizit auf die Tabelle ein, denn das ist relativ einfach. Wenn Sie da Probleme haben, sprechen Sie ruhig drauf an, dann mache ich hier auch vielleicht ein paar Beispiele. Es gibt aber welche auch bei den regulären Übungen, also wenn Sie den Umgang mit der Tabelle ein bisschen lernen wollen, dann sollten Sie die zugehörige Aufgabe aus den regulären Übungen nochmal anschauen. Aber wie gesagt, also schwieriger als die Aufgabe hier, als die, ja? Die wir jetzt hier machen. Schwieriger als die, wird es nicht mehr. Okay? So, das ist also der Worst Case, aber den Sie sowieso nicht haben werden. Ja? Die Klausur ist ja vergleichsweise einfach. Also zumindest nicht auf der Ebene, da müssen Sie jetzt nicht beweisen. Okay? Also wenn man das machen würde, das hätte auch keinen Sinn.
Gut. Jetzt kommt aber ein interessanter Zusammenhang. Und zwar, schauen Sie. Also man hat ja hier Anzahl der Versuche und P, Erfolgswahrscheinlichkeit. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt lässt man die Anzahl der Versuche, also die Anzahl der Versuche wird sehr groß. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit wird klein. Als Beispiel können Sie sich zum Beispiel das mal aussuchen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliges Haus in der Stadt Frankfurt am Main brennt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Haus gerade brennt, ist klein. Ja? Also klein heißt, was weiß ich, weniger als 1%. Ja? Gott sei Dank. Aber es gibt viele Häuser in Frankfurt, nicht? Also über, weiß ich nicht genau. Egal. da müsste ich jetzt schätzen. Ja, vielleicht Wohnung. Es kann auch eine Wohnung sein. Es muss ja nicht ein ganzes Haus sein, nicht? Also dann ist ja auch alles kaputt und so. Verstehen Sie? Das Problem ist also, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Haus brennt, ist klein, aber es gibt sehr viele Häuser, ne? Oder Wohnungen oder was weiß ich. Ne? So. Und wenn Sie zum Beispiel Versicherungsunternehmer sind und Sie wollen halt eine Versicherung anbieten, beruht ja im Grunde genommen alles auf Wahrscheinlichkeit. Nicht? Also wenn Sie in die Versicherungsmathematik gehen wollen, dann werden Sie hier das Zeug, wenn Sie jeden Tag sehen, verspreche ich Ihnen. Auch wenn Sie das jetzt hier nicht glauben. Nicht? Zum Beispiel, da müssen Sie ja näherungsweise solche Wahrscheinlichkeiten ja ausrechnen. Ich meine, Sie können jetzt hier nicht, okay, 80 Millionen, 80 Millionen Fakultät, ja, also N-Fakultät, 80 Millionen Fakultät, funktioniert nicht. Also verstehen Sie, das ist halt so ein praktisches Problem. Ja? Also 80 Millionen Fakultät, wenn Sie das versuchen würden, den Taschenrechner einzutippen, vergessen Sie es. Ja? Aber das Problem ist, Sie müssen zum Beispiel trotzdem ja ausrechnen, wie groß ist die erwartete Anzahl der Häuser, die brennt, oder die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel jetzt hier genau ein Haus brennt oder so. Weil, verstehen Sie, wenn viele Häuser brennen, dann müssen Sie halt auch leider als Versicherungsunternehmer viel abdrücken, nicht? Aber Sie sollen ja durchschnittlich Gewinne machen, nicht? Also im Grunde, ich meine, manchmal funktioniert es ja so, Sie haben ja Glück oder so, es passiert gar nichts, dann kommt ja eigentlich nur Kohle rein. Aber wenn Sie Pech haben, müssen Sie halt auszahlen, nicht? Also müssen Sie halt Rückstellung bilden und so weiter. Aber im Durchschnitt soll das im Endeffekt so sein, dass Sie jetzt hier raus daraus erwirtschaften. So, die Frage ist, was soll zum Beispiel eine Prämie kosten? Verstehen Sie? Was soll monatlich, der monatliche Beitrag für eine Prämie, für eine Versicherung kosten, damit sich die Versicherung lohnt? Wenn Sie das natürlich als zu teuer anbieten oder so, dann haben Sie eigentlich im Grunde genommen Glück, weil dann müssen Sie halt weniger nachzahlen. Das Problem ist, Sie sind ja vielleicht nicht der Einzige am Markt. Verstehen Sie? Das heißt, wenn es zu teuer ist, dann haben Sie vielleicht niemanden, der das kauft. Wenn das aber zu billig ist, dann müssen Sie vielleicht im Schnitt nochmal was drauflegen, wenn zum Beispiel zu viele Häuser abbrennen oder so. Verstehen Sie? Das ist das Problem. Und solche Sachen müssen Sie halt ausrechnen. Und solche Sachen werden auch ausgerechnet, meine Damen und Herren. Nicht? Also solche Sachen fallen vom Himmel, nicht? Und dann müssen Sie noch irgendwo, müssen Sie ja noch Geld verdienen und so. Ich meine, Sie haben ja auch Kosten und so weiter, nicht? Also, um das jetzt vielleicht mal Ihnen ein bisschen schmackhaft zu machen, solche Sachen gibt es. Und die Frage ist ja gut, die Frage ist jetzt, wie berechnen wir die solche Wahrscheinlichkeit? Nicht? Also, was jetzt hier passiert, schauen Sie, also N, das machen wir jetzt hier in der Aufgabe, ist groß, am besten gegen plus unendlich. Ne? Also N geht gegen plus unendlich. P heißt jetzt in dem Fall klein. Klein heißt für mich zum Beispiel, geht gegen 0. Ja, also P geht gegen 0. Aber N mal P bleibt konstant. Ja, und das nenne ich jetzt hier, weil, also das wird jetzt hier passieren. N mal P ist jetzt in dem Fall eine Konstante, die ich jetzt hier als Lambda bezeichne. Ich kann das jetzt hier nennen, wie ich es will, also keine Sorge. Das wird jetzt hier nicht mehr. Also ich kann auch A oder B nennen oder so. Das ist jetzt hier einfach eine Konstante. Also, das würde zum Beispiel auf das Beispiel übertragen, wenn MAP war ja der Erwartungswert, nicht? Sie erinnern sich ja daran. Das heißt, die erwartete Anzahl der Häuser, die abbrennen, bleibt gleich jedes Jahr. Ne? Also manchmal mehr, manchmal weniger, das wissen Sie nicht, aber vielleicht, was das nicht in Frankfurt brennt, jedes Jahr ein Haus ab oder im Durchschnitt. Ne? Manchmal vielleicht 10 oder so, manchmal auch gar keins, ne? Aber im Durchschnitt pro Jahr. So, nehmen wir mal an, okay? Und dann ist die Frage ja, was passiert mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion? Das ist nämlich das Interessante, schauen Sie. Also, wir machen jetzt hier Folgendes. Und zwar, also ich schreibe das jetzt nochmal hin. Limes für, also, für die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Big-Math-Verteilung. Also, n über, ich nenne es jetzt hier mal n über, an der Stelle k, mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k
Und dann schreibe ich jetzt hier nochmal das ganze Zeug hin. Also M geht gegen unendlich, P geht gegen 0 und N mal P, N mal P ist eine Konstante. Ja? Also N mal P bleibt jetzt hier konstant. So. Sie hatten noch nicht so einen Grenzwert gehabt, wo man jetzt die zwei Sachen gleichzeitig konvergieren lässt, und zwar n gegen unendlich und, n gegen unendlich und p geht gegen 0, wobei jetzt m mal p in konstant bleiben soll. Das ist ziemlich wichtig. Das können wir dadurch dahingehend vereinfachen, dass wir Folgendes machen, und zwar, wir lösen das jetzt hier einfach, das da. In dem Fall nach, also p lösen wir jetzt in dem Fall nach p auf. Schauen Sie, da steht hier, p ist gleich lambda durch n. Und wenn lambda eine Konstante ist und n gegen unendlich geht, dann geht ja p gegen 0. Ja, deswegen, also das ist eigentlich im Grunde genommen das Gleiche, das da oben steht, nicht? Also dann muss ich jetzt im Grunde genommen nicht darauf zurückgreifen. Das heißt, ich schreibe jetzt hier einfach n gegen unendlich. Lassen wir erstmal die Fakultäten, dann kommen ja eh gleich, n über k mal, und dann schreibe ich jetzt hier nicht p, sondern p löse ich jetzt hier nach lambda auf, also lambda durch n hoch k mal 1 minus lambda durch n hoch n minus k, und dann habe ich genau das gleiche. Also dann bin ich jetzt hier das Problem mit dem p los, verstehen Sie? Sonst hätte ich einfach zu viele Größen, die irgendwie konvergieren oder so. Ja? Okay? Hier habe ich jetzt kein p mehr drin, und dann im Grunde genommen bleibt das jetzt hier das gleiche. P geht gegen 0. Das sehen Sie darin, dahin geht, dass lambda durch n ja gegen 0 geht, wenn n gegen unendlich geht. Und das ist jetzt in dem Fall das gleiche mit p. Okay. So. Ja, und jetzt berechnen wir den Grenzwert. Ja, also das ist gar nicht so einfach, wie Sie das jetzt hier glauben. Okay. Ich mache das jetzt hier wie folgt, und zwar, ich trenne jetzt hier mal einfach diese Größen, hier steht k im Exponenten. Ich trenne jetzt hier einfach mal diese Größen, also ich schreibe jetzt hier einfach mal Limes hin, ist gleich. Limes für n gegen unendlich. Und das, was ich jetzt hier eigentlich hier schreiben würde, schreibe ich jetzt hier einfach mal hier unten hin, ja, weil ich mich das einfach nur so ein bisschen nervt. Also n über k, das ist n Fakultät geteilt durch k Fakultät mal n minus k Fakultät, nicht, das kennen Sie. Dann habe ich hier Lambda durch n hoch k, das bleibe ich jetzt hier in dem Fall dahingehend bei, dass ich jetzt hier schreibe, Lambda hoch k geteilt durch n hoch k, nicht, das sehen Sie eigentlich im Grunde genommen, das ist das Gleiche. Okay, und die beiden, schauen Sie, n minus k, die beiden Potenzen splitte ich, und zwar, ich schreibe jetzt hier einfach mal 1 minus Lambda durch n hoch n, okay, mal in Klammern 1 minus Lambda durch n hoch minus k. Warum? Das werden Sie gleich sehen. Okay? Das kommt jetzt gleich. Ja, also wie gesagt, ich muss das jetzt hier ein bisschen auseinandernehmen, damit ich es nachher nochmal zusammensetzen kann. Und das, was ich jetzt hier nicht brauche, ziehe ich jetzt hier gleich direkt aus dem Grenzwert heraus. Okay? Zum Beispiel, was ich jetzt hier nicht brauche, ist, ja, das sieht man jetzt hier nämlich gleich, Lambda hoch k, das brauche ich nicht, und k-Fakultät. Da taucht nämlich nirgendwo das n auf, nicht? Also da, wo das n auftaucht, da muss ich ein bisschen aufpassen, aber da, wo das nicht auftaucht, das kann ich jetzt hier eigentlich gleich herausnehmen. Das heißt, das ist das gleiche wie Lambda hoch k geteilt durch k-Fakultät, ja? Okay, mal das ganze Zeug, was noch übrig bleibt. Okay? So, dann gucken wir uns mal an, was noch da ist, und zwar, also mal Limes für n gegen unendlich. Okay. Und gut, ich meine, da kann ich im Grunde genommen das jetzt hier und das jetzt hier gedanklich jetzt hier mal streichen. Nicht? Also das ist ja eigentlich im Grunde genommen jetzt hier klar. So, jetzt möchte ich aber Folgendes tun. Ich möchte jetzt n-Fakultät mit n minus k-Fakultät kürzen. Das bleibt jetzt hier, also das würde jetzt hier noch eigentlich drin bleiben. Ne? Das sehen Sie da. Ja, also das k ist ja, habe ich jetzt quasi aus dem Grenzwert herausgezogen. Und ich möchte jetzt n-Fakultät mit n-k-Fakultät kürzen. Denken Sie sich mal ein Beispiel, zum Beispiel c, also n ist gleich 10, k ist gleich 5. 10 Fakultät würde jetzt hier stehen, geteilt durch n-k, geteilt durch 5 Fakultät. Dann machen wir vielleicht ein anderes Beispiel, nehmen wir k gleich 6. Ne? N-Fakultät, 10 Fakultät geteilt durch 10 minus 6, 4 Fakultät, durch 4 Fakultät, genau. Also, hier steht dann 10 Fakultät geteilt durch 4 Fakultät. Was bleibt übrig? 10 mal, 9 mal, 8 mal, 7 mal, 6 mal, 5. Ja? Das bleibt übrig.
Ja, sehen Sie das? Also bis 5. Also 1 mehr als was man hatte. Ja? Also aus der 4 wird eine 5. Das bleibt dann noch drin. Wenn Sie zum Beispiel hier 20 haben, für n gleich 20 und für k gleich, was weiß ich, k ist gleich 2 oder so, dann haben Sie 20 Fakultät geteilt durch 20 minus 2 sind 18, geteilt durch 18 Fakultät. Also haben Sie 20 mal 19. Also 19 quasi das Einzige, was dann eigentlich gehört. Genau. Also was bleibt übrig, wenn Sie das kürzen, die beiden hier, und ich sage es Ihnen, n mal n minus 1 mal, das sind ja, also hier hatten wir 20 mal 19, da hat es halt aufgehört, mal, so jetzt die Frage, wo hört es dann allgemein auf, wenn ich jetzt hier unten n minus k habe? Das hört dann auf, wenn Sie sagen n minus k plus 1, nicht? Nicht? Wenn Sie n hatten, zum Beispiel für 10 und k ist gleich 4, hat es bei wieder 5 aufgehört, nicht? Also 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 6 mal 5. Schluss. Ja? Okay? Das ist also n minus k, n minus, also 10 minus 6, 4 plus 1, 5. Wo n gleich 20 war und k gleich 2, hat es ja bei der 19 aufgehört. Und gucken Sie mal, ob das, also 20 mal 19, nicht? N 20 minus 2 sind 18 plus 1, 19. Passt. Also das ist ja quasi die letzte Zahl, wenn Sie jetzt die kürzen. Okay? So, dann bin ich das und das auch los. Jetzt gucken wir an, was man jetzt hier nochmal machen kann. Und zwar, also jetzt ist hier die Frage n hoch k. Könnte ich jetzt im Grunde genommen aufsplitten, das ist ja n mal, n mal, n mal, also k mal. So ist die Frage, wie viele Faktoren habe ich oben? Überlegen Sie mal. Wenn Sie zum Beispiel n gleich 10 hatten und k gleich 6, ja, dann haben Sie 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 6 mal 5, wie viel sind es? 10 mal 10, 9, 8, 7, 6, 5. Sind 6 Faktoren. 6. Wenn Sie n gleich 20 haben und k gleich 2, haben Sie 20 mal 19, hatten Sie 2 Faktoren. Also sprich die Anzahl der Faktoren, die Sie hier haben, ist gleich k. Ja, das ist ja kein Zufall. Deshalb kann ich auch dieses n hoch k, kann ich ja jedem einzelnen dieser Faktoren, kann ich ja ein n zuordnen. Nicht? Also hier schreibe ich n. Dann hier n und so weiter mal, mal n. Das, also die Anzahl der Faktoren ist gleich. Weil sowohl hier unten als auch hier oben. Das ist eigentlich schön. Also oben haben Sie k-Faktoren, das müssen Sie sich mal klar machen aus dem Beispiel. Wenn Sie das mit dem Beispiel übertragen, dann sehen Sie es. Unten haben Sie auch k. Also kann ich im Grunde genommen zu jedem dieser einzelnen Faktoren jetzt hier eine Zahl zuordnen. Ja, sehr gut. Wie gesagt, das mache ich jetzt hier nur aus Gründen der Ästhetik. So, was ich jetzt hier noch habe, ist folgendes. Und zwar, ich mache jetzt hier, ja, also das ist jetzt hier der eine Grenzwert, das schreibe ich jetzt hier einfach mal zunächst mal so hin, wie es ist. Okay, das mache ich jetzt gleich im nächsten Schritt, also 1 minus Lambda durch n hoch n, das ist jetzt hier der nächste Faktor. Und jetzt passen Sie auf, aus dem mache ich jetzt hier folgendes. Hier steht minus k, das kennen Sie, wenn man jetzt hier das umdrehen würde, steht hier 1 geteilt durch, in Klammern 1 minus Lambda durch n hoch k. Okay? So. Ja, ist ein bisschen viel geworden. Ne? Das war es. Aber wir schauen uns mal gleich mal an, was da jetzt hier passiert. Schauen Sie. Und das ist jetzt hier in dem Fall das Besondere daran. Wenn Sie zwei Zahlen haben und sie miteinander, also zwei Folgen haben, die Sie miteinander multiplizieren, und berechnen Sie jetzt hier den Grenzwert von dieser Folge, was herauskommt, dann bekommen Sie das gleiche, als wenn Sie zum Beispiel den einzelnen Produkt der jeweiligen Grenzwerte jetzt hier ausrechnen. Das heißt, wenn Sie sowas hier drin haben, dann können Sie das Ganze auch splitten. Was ich damit meine mit Splitten ist folgendes. Also Sie splitten jetzt hier quasi den Limits hier mit rein. Also passen Sie auf, und zwar, Sie schreiben hier folgendes, das ist hier Lambda hoch k, geteilt durch k-Fakultät, mal der Limes, und es geht immer für n gegen unendlich, ja? Also das sage ich jetzt hier nicht mehr dazu. Und jetzt nehme ich jetzt hier einfach mal diese Faktoren auseinander, schauen Sie.
Und zwar, also Limes für n geteilt durch n, für n gegen unendlich, dann mal Limes für n minus 1 geteilt durch n, für n gegen unendlich. Das können Sie halt, wie gesagt, in dem Fall sehr gut aufsplitten. Mal Pünktchen, 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 also das ist ein Mal. Das letzte schreibe ich auch nochmal hin, und zwar Limes für n minus k plus 1 geteilt durch n für n gegen unendlich. So, das dürfen Sie. Wie gesagt, es sei denn, die Folgen gehen gegen unendlich oder gegen 0, aber das ist nicht der Fall. Ne? Also da müssen Sie aufpassen, aber in dem Fall ist es nicht so. Deswegen kann man das jetzt hier aufsplitten, bei den ganzen Folgen. Ich habe jetzt hier die Grenze gebracht. Also ich setze das jetzt hier mal in Klammern, damit Sie jeweils wissen, wo sich das jetzt hier, diese Limes, erstreckt. Also wie gesagt, das darf man. So, dann mache ich das jetzt hier auch mit dem hier. Also, und zwar Limes von 1 minus Lambda durch n hoch n für n gegen unendlich. Okay. Und dann das letzte, das schreibe ich jetzt hier auch nochmal rein, mal Limes von 1 geteilt durch in Klammern 1 minus Lambda durch n hoch k. So, für n gegen unendlich. Okay. So. Keine Angst, es wird sich sehr vieles hier vereinfachen. Ja, schreiben Sie es erstmal ab. Und dann sage ich Ihnen gleich, was jetzt hier herauskommt. Ja, also dicker Punkt bedeutet die normal. Ja. Das müsste man in alles in eine Zeile schreiben, das kriege ich jetzt hier nicht. So. Was ist zum Beispiel der Grenzwert von n durch n für n gegen unendlich? Ja gut, also n durch n ist ja 1, nicht? Also das kürze ich hier raus. Das heißt, das hier ist was? Genau, das ist 1, nicht der hier. Der da, Gesundheit. Der ist 1, ja? Was ist mit dem hier? N minus 1 durch n für n gegen unendlich. Ja? Ist auch 1, jawohl. Nicht? Das kennen Sie noch aus dem Mathe-Vorkurs, nicht? Also ganze Polynomdivision und so Zeug. Ne? Das ist 1. Ja? Also was weiß ich zum Beispiel, setzen Sie mal n gleich 1000. Da steht hier 999 geteilt durch 1000. Das ist jetzt nicht 1, aber fast 1, wenn Sie hier noch weitergehen. Oder setzen Sie zum Beispiel n gleich 1 Million oder so. Nicht? Also je weiter Sie nach außen gehen, desto eher kommt das an die 1 heran. Was ist das hier? Für n gegen unendlich. Das ist auch 1, also auch wenn Sie das jetzt hier nicht glauben, das können Sie auch mit L'Hopitalia ganz normal überprüfen. Ja, also diese, die gehen alle gegen 1, alle, ja, die hier. Fallen schon mal weg. So, was damit passiert, das gucken wir gleich an. Schauen wir uns mal an, was damit passiert. Schauen Sie, k ist eine Konstante, zum Beispiel 5, also das können Sie fixieren. Ja? Also k ist ja fix. N geht aber gegen unendlich. Wenn n gegen unendlich geht, was passiert jetzt hier mit diesem Ausdruck im Nenner? 1. Ja, also der wird auch, ja, beziehungsweise der wird auch 1, nicht? Sehen Sie? Also der Ausdruck, wenn n gegen unendlich geht, geht gegen 1, weil k konstant ist. Verstehen Sie? K ist fix, also da passiert nichts. Ja, also auch wenn Sie zum Beispiel k gleich 1 Million setzen oder so, ist egal. Lambda durch n, wenn n gegen unendlich geht, geht Lambda durch n gegen 0. Wenn das gegen 0 geht, und es geht ziemlich schnell, glauben Sie mir, dann steht hier 1 minus 0 und 1 hoch 1 Milliarde ist auch 1. Verstehen Sie? Also k können Sie sich hier aussuchen, spielt keine Rolle. Das heißt, der hier geht auch gegen 1 und alles, was übrig bleibt, ist das da. Ja, also das schauen wir uns nochmal an. Das ist jetzt erheblich einfacher. Alles, was übrig bleibt, ist Lambda hoch k geteilt durch k-Fakultät mal der Limes von 1 minus Lambda durch n hoch n. Für n gegen unendlich. Ja? Wir schauen uns mal kurz an, was mit dem passiert. Da müssen Sie aber etwas wissen vorher. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Kennen Sie die eulerische Zahl? Ja, ja. Wissen Sie auch, was das ist? Ja, das ist halt eben nicht. Ne? Das ist ja das, was ich immer meine. Nicht? Also Pi ist ja auch nicht gleich 3,14. Ne?
Sehen Sie, da gibt es ja. Ja, ja, ich weiß. Nee, nee, aber da gibt es ja auch einen bestimmten Ausdruck. Die eulerische Zahl, meine Damen und Herren, ist mit Abstand, also nicht mit Abstand, okay, die Zahl 0 und 1 gehören auch dazu. 0, 1, Pi, die Zahl, also die Kreiszahl und die eulerische Zahl, das sind die vier wichtigsten Zahlen überhaupt. Ja, in der gesamten Analysis. Also, das sollten Sie mal vielleicht mal gehört haben. Definition. Ich schiebe jetzt hier nochmal kurz eine Definition ein. Das gehört zur Allgemeinbildung für Sie im Bereich. Definition. Und zwar eulerische Zahl. Eulerische Zahl, schreibe ich jetzt hier nochmal explizit hin. Eulerische Zahl. Das ist jetzt hier ein Grenzwert. Und zwar aus der folgenden Folge. Also ich schreibe jetzt hier hin, was e hoch x ist. Ja? E hoch x ist jetzt hier, schauen Sie, der Grenzwert. Limes für n gegen unendlich. Und zwar von 1 plus x durch n hoch n. Das ist die eulerische Zahl. Also das kann man natürlich auch zeigen, dass es e hoch x ist, wenn Sie jetzt hier nochmal ein x drin haben. Hatten Sie schon mal in Ihrer Studienzeit die Veranstaltung Finanzen? Gab es schon mal? Gab es sowas wie kontinuierliche Verzinsung? Also, kennen Sie das? Kontinuierliche Verzinsung? Ja, da hat man die E hoch, also den Zinssatz R mal T, die Laufzeit und so. Ja? Können Sie eigentlich übertragen, das hat man ja quasi dann so gesagt, dass man, was weiß ich, wenn Sie zum Beispiel 10% bekommen im ganzen Jahr, dann können Sie ja 5%, bekommen Sie ja 5% im ersten halben Jahr und 5% im zweiten nicht. Also 1 plus 0,05 mal 1 plus 0,05. Ja, also da wäre jetzt im Grunde genommen das Gleiche. Und da kommt ja eigentlich diese Belegung zustande. Jetzt machen Sie das jetzt nicht für alle 6 Monate, sondern was weiß ich, zum Beispiel alle 3 Monate oder so. Da würden Sie jetzt dann, bei den 10% ist dann 2,5% jetzt hier für die ersten 3 Monate, 2,5% für die zweite, 2,5% für die dritte und so weiter. Also Sie hätten ja 1 plus 10% geteilt durch jetzt hier in dem Fall 4 hoch 4 und so weiter und so weiter. Und da kommt dann jetzt hier diese kontinuierliche Verzinsung dann rein und dann zum Schluss bekommen Sie dann E hoch jetzt hier gerade 10%, 0,1 mal die Laufzeit, ein Jahr, fertig. Ja, da kommt es dann, also da kommt es dann her, ja, nur dass Sie das wissen. Viele Leute wissen das nicht, deswegen erwähne ich jetzt hier mal am Rande nicht. Also da kommt jetzt hier quasi das praktische Beispiel. Das ist die Zahl E. So, jetzt, um darauf jetzt hier nochmal zu übertragen, dieser Grenzwert hier, der steht im Grunde genommen, also da müssen Sie ja gucken, was ist jetzt hier x ist und so. Wenn, hier steht ja minus Lambda durch n, alles andere stimmt ja eigentlich überein. Das heißt, wenn Sie die Definition der eulerischen Zahl kennen, dann sehen Sie, das ist jetzt hier Lambda hoch k geteilt durch k von t mal e hoch minus Lambda ist. Sehen Sie das? Ja? Also einfach aus der Definition jetzt hier zu übertragen, denn dieser Grenzwert ist jetzt hier eigentlich dasselbe. Ja? Okay. Ja, gut. Vielen Dank. Danke sehr. So. Und das könnte Ihnen bekannt vorkommen, wenn Sie mal im Skript ein bisschen blättern und dann bei den Verteilungsmodellen unter der Poisson-Verteilung stehen lassen. Ja, das ist nämlich die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Poisson-Verteilung. Funktion der Poisson-Verteilung. Poisson ist ein Name, ja? So. Poisson-Verteilung. Die Frage ist ja auch, die große Frage ist, was ist das überhaupt? Nicht? Also woher kommt das her und so weiter? Wir haben es ja eigentlich hergeleitet. Also die Poisson-Verteilung ergibt sich als Grenzverteilung aus der Binomialverteilung. Und zwar wie? Für n gegen unendlich, p gegen 0, also die Anzahl der Versuche ist in Anführungszeichen groß, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist klein, aber n mal p ist eine Konstante, also sprich, der Erwartungswert bleibt gleich. Ja? So, wenn Sie das machen, bekommen Sie die Poisson-Verteilung als Grenzwert heraus. Okay? So, die Poisson-Verteilung, viele verwechseln das, ist keine stetige Verteilung. Die Poisson-Verteilung ist eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Die Anzahl der Häuser, die nämlich abbrennen, kann nicht stetig sein. Nicht? Also es kann ja nur ein Haus abbrennen oder zwei oder drei oder null oder vier oder so. Ja gut, ich meine, also die Hälfte vom Haus, wenn die Hälfte vom Haus abbrennt, dann können sie auch die andere Hälfte abreißen. Nicht? Also das ist ja egal. Ja, also, da macht sie auch keinen Unterschied mehr. Dumm gelaufen, ja. Ey, gut, ich meine, das ist eigentlich nicht zum Lachen, aber egal. So, zahlt ihr die Versicherung, ist okay. So, ich meine, da kommt's ja gerade her. So, das heißt, in dem Fall schauen Sie, Poisson-Verteilung, also aus der Grenzverteilung, und das ist jetzt hier die Wahrscheinlichkeitsfunktion, und da finden Sie auch sämtliche Eigenschaften jetzt hier zu. Ich definiere das jetzt hier trotzdem mal, also eine Zufallsvariable-Definition. Eine Zufallsvariable mit Zufallsvariable x, ja? Also mit Zufallsvariable x mit Wahrscheinlichkeitsfunktion, also das schreibe ich jetzt hier an, und zwar p von x ist gleich k, und zwar Lambda hoch k geteilt durch k Fakultät mal e hoch minus Lambda. Sehen Sie, heißt Poisson verteilt. Da fehlt noch eine kleine Angabe. Wenn ich ja sage, die Namen der Verteilung, dann brauchen Sie ja auch noch die Parameter. Nicht? Also wenn zum Beispiel Sie in der Klausur gefragt werden, wie ist die entsprechende Zufallsvariable verteilt? Das kann ja durchaus sein. Ja. Müssen Sie ja drauf kommen in der Regel. Und dann müssen Sie erst den Namen der Verteilung nennen. Und zweitens auch die Parameter. Okay? Ja? Also die Parameter gehören ja automatisch mit dazu. Also zum Beispiel, Sie können jetzt nicht sagen, die Zufallsvariable, was weiß ich, ist normal verteilt oder so. Dann kriegen Sie zumindest nicht die volle Punktzahl, sondern Sie müssen auch die entsprechenden Parameter benennen. Die Poisson-Verteilung hat, das sehen Sie aus der Wahrscheinlichkeitsfunktion, wie viele Parameter? Ich meine, k geben Sie ja selbst vor. K kann ja sein 0, 1, 2 und so weiter. Einen Parameter, das ist eigentlich das Schöne daran. Die Poisson-Verteilung hat nur einen Parameter, nämlich Parameter Lambda. Mit Parameter Lambda. Okay. So. Was würden Sie sagen, was diese Parameter eigentlich ist? Was war es bei der Binomialverteilung? Schauen Sie, wie kam jetzt diese Parameter Lambda zustande? Der Erwartungswert, richtig, genau. Das war ja nämlich n mal p gewesen. N mal p war jetzt hier die Erwartungswert für die Binomialverteilung. Also das, was n mal p ist für die Binomialverteilung, ist Lambda für die Poisson-Verteilung. Sehen Sie? Und das ist jetzt hier nämlich gerade der Erwartungswert. Also es gilt, das kann man jetzt hier nicht zeigen. Also Erwartungswert, das wird man jetzt hier nochmal ausrechnen. Ich weiß nicht, vielleicht macht man das ja auch in der Aufgabe. Keine Ahnung. Ich glaube, nee, wir machen es nicht. Erwartungswert ist gleich Lambda. Das können Sie jetzt nicht zeigen. Also wenn jetzt hier x Poisson verteilt ist, dann ist der Erwartungswert Lambda. Das müssen Sie auch nicht lernen. Das steht nämlich im Skript und das Skript dürfen Sie benutzen in der Klausur. Okay. Verstehen Sie also, woher die Poisson-Verteilung herkommt? In der Klausur würde man Ihnen das auch explizit mitteilen. Also wenn Sie mit einer Poisson-Verteilung Zufallszahl zu tun haben, dann wird man das Ihnen vorher sagen. Ja, also da müssen Sie jetzt nicht drauf kommen. Die können Sie auch gar nicht, weil das jetzt hier eine Grenzverteilung ist. Verstehen Sie? Die kommt aus der Binomialverteilung. Und es gibt jetzt kein Beispiel aus der Binomialverteilung, wo Sie jetzt hier n gegen unendlich haben. Nicht unendliche Anzahl von Versuchen, weil Sie die Anzahl der Versuche von vornherein beschränkt ist. Okay? Die Poisson-Verteilung, passen Sie auf, benutzt man ja, ich meine, das ist ja wie gesagt etwas, was es in der Realität nicht gibt. Ja? Verstehen Sie, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist ja nicht null. Genauso wenig ist jetzt hier die Anzahl der Häuser unendlich. Nicht? Das ist aber eine Verteilung, die man also als Approximation benutzt, um Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, wo bei der Binomialverteilung n groß wird und p klein ist. Als Beispiel haben Sie in der Praxis zum Beispiel jetzt in der Versicherungsmathematik genau das. Ja? Sie haben also für in Anführungszeichen p
Das können Sie auch benutzen, was weiß ich, Arbeitsunfähigkeitsversicherung oder was gibt es, Unfallversicherung, ne? Oder wie das Ding heißt. Ne? Sie haben ja eine sehr große Anzahl von Leuten, die Sie versichern. Die Erfolgswahrscheinlichkeit, in Anführungszeichen, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier ein Unfall erleiden, wo Sie jetzt hier arbeitsunfähig werden, ist gering. Aber Sie haben eine sehr große Anzahl von Leuten. Und dann können Sie zum Beispiel jetzt hier approximativ die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel jetzt hier aus diesem Pool fünf Leute jetzt hier eine Auszahlung jetzt hier bekommen müssen. Was ist das Einzige, was Sie wissen müssen, um diese Wahrscheinlichkeiten zu approximieren, den Erwartungswert? Also sprich, die durchschnittliche Anzahl der Leute, die jedes Jahr eine Auszahlung aus der Berufsunfähigkeitsversicherung erhalten. Das ist das Einzige, was Sie wissen müssen. Und dann wissen Sie auch sämtliche Wahrscheinlichkeiten. Okay. Also für die Versicherungsmathematik unter anderem spielt die Poissonverteilung eine sehr große Rolle. Denn da können Sie auch Ihren Tarif ausrechnen, was sollte es zum Beispiel kosten, damit ich meine Kostendecken arbeiten kann und vielleicht ja noch Gewinne erwirtschaften. Hoffentlich. Darum geht es ja. So, okay. Dann würde ich das jetzt hier auch bei dem Fall belassen, es sei denn, Sie haben Fragen hierzu. Also Poissonverteilung haben wir hergeleitet. Verstehen Sie, wenn Sie es herleiten können, dann können, ich meine, was soll da noch passieren, nicht? Schwieriger als das wird es nicht in der Klausur. Das können Sie eigentlich für sich verbinden. So, was ich jetzt noch machen werde, ist, das können wir eigentlich auch machen, wir können die Exponentialverteilung, das machen wir nämlich bei der Aufgabe 8, die Exponentialverteilung auch herleiten. Ich sage Ihnen mal kurz die Konstellation und dann machen wir jetzt nochmal den Rest in der nächsten Stunde. Und zwar schauen Sie, als Beispiel überlegen Sie mal Folgendes. Haben Sie alle einen E-Mail-Account? Ich frage Sie jetzt mal. Ja, mittlerweile braucht man, glaube ich, diese Frage nicht mehr stellen. Vor 10 Jahren war das noch anders. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie wissen, was ein E-Mail-Account ist oder so. Und wenn Sie keins haben, dass ich auch vielleicht mal eins besorgen kann. Weil Sie haben da die ganzen Smartphones und so das ganze Zeug. Also, ich denke mal, dass Sie auch einen E-Mail-Account haben. So. Also, nur damit ich sicherstellen kann, dass Sie wissen, wovon ich rede. So. Dann können Sie zum Beispiel Folgendes machen: Sie können sich ja diesen E-Mail-Account einloggen. Ja, und was weiß ich, oder Facebook oder das ganze Zeug ist ja wurscht. E-Mail-Account, Facebook, bei E-Mail-Account. So. Da können Sie sagen, zum Beispiel, ich logge mich einmal die Stunde ein. Ja, okay. Ist vielleicht ein bisschen viel oder so. Ist egal, ja. Also, Sie können sich zum Beispiel jede Stunde einloggen, ne, in Ihrem Account. Ja, das ist jetzt hier gerade als Beispiel, damit Sie wissen, wovon jetzt hier gerade die Rede ist. Ne? Also, ich schreibe jetzt hier einfach mal E-Mail-Account. Okay. Und Sie loggen sich dann immer jede Stunde in diesen E-Mail-Account ein und checken, ob Sie eine E-Mail bekommen oder nicht. Ja, also Sie warten vielleicht auf eine besondere E-Mail oder so. Ja. Kann ja sein. Früher war das auch anders. Ist jetzt egal. Also Sie gucken einfach nach der Wartezeit. Nicht einmal die Stunde, was Sie loggen sich zum Beispiel an um 12 Uhr, dann um 13 Uhr, dann um 14 Uhr und so weiter. Ja? Sie warten und so, sehnsüchtig danach. So. Und dann gucken, ob Sie eine E-Mail bekommen oder nicht. Wenn Sie eine E-Mail bekommen, dann ist gut. Wenn nicht, dann machen Sie weiter. Nicht? Das ist ja gerade so ähnlich wie bei der geometrischen Verteilung ja auch. Hm? So, jetzt nehmen wir mal an, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine E-Mail bekommen, direkt, also zum Beispiel ist jetzt hier die Stunde 0, ja, ich nenne jetzt hier mal die Wartezeit, okay, also ist jetzt nicht die Stunde 0, sondern die Wartezeiten. Und hier wäre jetzt hier nach, das ist jetzt hier nach einer Stunde, ja? Also hier steht die Wartezeit, okay. Wartezeit, was ja eigentlich im Grunde genommen so was für die Anzahl der Versuche ist. So, Wartezeit, bis Sie sehnsüchtig die E-Mail bekommen, die Sie sich wünschen. So, nehmen wir mal an, die Wahrscheinlichkeit ist Lambda. Also Lambda hat jetzt hier, Vorsicht,
dieses Lambda hat jetzt nichts, aber auch gar nichts mit dem Lambda aus der Poisson-Verteilung zu tun. Ne? Das heißt jetzt leider nur mal so, aber wir haben nichts miteinander zu tun, gar nichts. Erstmal. Ja? So. Hier steht also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jetzt hier die E-Mail bekommen. Wenn Sie die E-Mail bekommen haben, dann sind Sie froh, dann müssen Sie nicht mehr warten. Ne? Können Sie auch antworten. So. Und wenn Sie das nicht bekommen haben, ist dann die Wahrscheinlichkeit 1 minus Lambda, dann machen Sie das dann in eine Stunde später loggen Sie sich wieder aus und dann loggen Sie sich eine Stunde später wieder ein. Ja? So. Wenn Sie dann die E-Mail bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit Lambda, dass Sie jetzt hier nach einer Stunde, wenn Sie sich dann wieder einloggen, dass Sie das auch kriegen. Wenn das nicht passiert, ist die Wahrscheinlichkeit 1 minus Lambda und wie gesagt, das machen Sie so lange, bis dann auch die E-Mail kommt, ja, auf die Sie warten. So. Also, und irgendwann kommt sie ja vielleicht. Ne? So, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber okay, egal. So, verstehen Sie? Das ist jetzt hier die Vorgehensweise. Und was Sie jetzt hier machen ist, Sie gucken jetzt nicht auf die Anzahl der Versuche. Also die Anzahl der Versuche könnte jetzt hier zum Beispiel sein, die Anzahl der Logins, ja, die Sie machen, um die E-Mail zu bekommen, sondern die Anzahl der, in dem Fall interessieren Sie sich jetzt hier für die Wartezeit. Ja. Okay. Also in dem Fall, ich meine, gut, Sie können das jetzt hier auch wie folgt jetzt hier mal schreiben, also P von in dem Fall jetzt hier die Wartezeit, x ist gleich 1 oder so, ja, also das ist jetzt hier eigentlich auch egal, zum Beispiel, ja, also in dem Fall ist jetzt hier, das jetzt hier bekommen, ist jetzt hier Lambda, oder p von x ist gleich 2, ist jetzt in dem Fall 1 minus Lambda mal Lambda nicht, also das kommt Ihnen bekannt vor, das ist jetzt so ein bisschen ähnlich wie bei der genetischen Verteilung. Ne? So, jetzt sind Sie etwas ungeduldiger. Ne? Sie wollen ja nicht mehr einmal die Stunde sich da einloggen, sondern Sie sagen zum Beispiel, ich logge mich jetzt nicht nur einmal die Stunde ein, sondern jede halbe Stunde. Ja? Zum Beispiel. Ja? So, wenn Sie jede halbe Stunde sich einloggen, nehmen wir mal an zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass die E-Mail innerhalb einer Stunde kommt, nehmen wir mal an, dass es jetzt 10% ist. Also pro Stunde. Mit Wahrscheinlichkeit 10% kommt die E-Mail. Jetzt nehmen wir mal an, wenn Sie sich dann eine halbe Stunde einloggen, wie groß wird dann die Wahrscheinlichkeit sein, dass Sie die E-Mail bekommen? 5%, genau. Also wenn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie innerhalb einer Stunde eine E-Mail bekommen, 10% ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie innerhalb einer halben Stunde die E-Mail bekommen, 5%. Ne? Das ist ja also proportionell zu der Zeit, die Sie verbringen müssen. Genau, um das jetzt hier zu warten. So ist das. Das heißt, jetzt loggen Sie sich jetzt in dem Fall nicht nur einmal die Stunde ein, sondern alle halbe Stunde. Dann sieht das jetzt hier wie folgt aus. Also steht hier Lambda durch 2. Und dann ist es jetzt hier genau die Grenze. Und dann hier 1 minus Lambda durch 2. Ja? Oder hier Lambda durch 2 geteilt durch 1 minus Lambda durch 2. Ja? Und so, also Sie locken sich alle halbe Stunde ein. Ich habe jetzt hier leider nicht so viel Platz, um das jetzt hier gleichmäßig weiterzumachen. Aber schauen Sie, hier würden Sie zum Beispiel, wenn Sie jetzt hier die Wartezeit jetzt hier zusammenzählen, das ist jetzt nämlich das Gleiche, dann würden Sie jetzt hier schreiben, p von x gleich 1 zum Beispiel, würden Sie jetzt hier, also das ist jetzt hier nach genau einer Stunde jetzt hier passiert, würden Sie jetzt in dem Fall wie folgt schreiben, und zwar, das ist jetzt in dem Fall, wenn Sie jetzt hier so wollen, 1 minus, weil hier, das haben Sie jetzt hier nämlich genau, das ist nicht möglich, also 1 minus Lambda durch 2 mal Lambda durch 2, das wäre jetzt hier gerade der Punkt. Wenn Sie zum Beispiel p von x gleich 2 haben, nicht? Also das ist jetzt hier nach zwei Stunden passiert, dann haben Sie sich ja insgesamt viermal eingeloggt. Nicht? Also beim ersten Mal hat es nicht geklappt, beim zweiten Mal, beim dritten Mal hat es nicht geklappt, aber beim vierten Mal nicht. Also Sie haben sich viermal eingeloggt, wenn Sie zwei Stunden warten. Wie gesagt, x ist jetzt nicht die Anzahl der Versuche, sondern x ist die Wartezeit. Zwei Stunden haben Sie sich viermal eingeloggt. Also 1 minus Lambda durch 2 hoch 3 mal Lambda durch 2. Okay? So, das ist jetzt also ein bisschen schwieriger, das zu verallgemeinern.
wenn man das jetzt hier aus der Sicht der Wartezeit jetzt hier das macht, und zwar schauen Sie, wenn man das aber zurückführen will auf die Anzahl der Logins, das kann ich jetzt im Endeffekt ja so machen, also wenn ich mich alle halbe Stunde einlogge, dann, also wenn ich zum Beispiel jetzt hier 2 Stunden warte, habe ich mich 4-mal eingeloggt, wenn ich 8 Stunden warte, habe ich mich 16-mal eingeloggt und so weiter und so weiter. Also ich kann das jetzt hier wie folgt machen, schauen Sie, und zwar K durch 2, nicht? Also die K würde jetzt hier für die Anzahl der Logins stehen, also wenn ich mich alle halbe Stunde einlogge, muss ich mich 4-mal einloggen, damit ich eine Wartezeit von 2 habe, nicht? Also habe ich ja 4-mal eingeloggt. Dann steht hier, ist gleich 1 minus Lambda durch 2 hoch K minus 1 mal Lambda durch 2. Ja? Denn, also wenn Sie zum Beispiel, ich lege das jetzt hier mal kurz auf und dann erkläre ich es, wie ich jetzt hier drauf komme. Ja? Also das sollte man sich vielleicht nochmal merken. Schauen Sie, also K gibt jetzt hier die Anzahl der Logins ein. Ja? Also die in dem Fall, bis jetzt hier die E-Mail kommt. Aber X bezieht sich jetzt hier auf die Wartezeit. Vorsicht. Ja? Also, wenn Sie zum Beispiel ja, sich jetzt 4-mal eingeloggt haben, und beim 4. Mal kommt die E-Mail, dann gab es 3 Versuche, wo das nicht geklappt hat. Und die 3 Versuche, wo das nicht geklappt hat, ist jetzt dafür die Wahrscheinlichkeit, dass 1 minus Lambda durch 2 hoch 3. Also wenn Sie sich insgesamt 4-mal einloggen. Wie gesagt, X ist jetzt hier nicht die Anzahl der Logins, sondern X ist jetzt die Wartezeit. Wenn Sie 2 Stunden warten, haben Sie sich 4-mal eingeloggt und dann ging das 3-mal schief. Aber beim 4. Mal hat es geklappt, nicht? Also da kam die E-Mail, auf die Sie warten. So. Verstehen Sie? Und allgemein, wenn Sie sich K-mal einloggen und beim K-mal kommt die E-Mail, dann hat es beim, also K minus 1 mal ja nicht geklappt, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit 1 minus Lambda durch 2 hoch K minus 1. Also K minus 1 mal geht es nicht, also hintereinander, aber und beim letzten Mal, in den letzten halben Stunden kommt es dann, also Lambda durch 2. Okay? So. Das ist also im Grunde genommen die Wahrscheinlichkeitsfunktion, die Sie jetzt hier brauchen. Und dann haben Sie jetzt hier unmittelbar den Zusammenhang zwischen der Wartezeit bzw. die Anzahl der Logins, nicht? Wenn Sie zum Beispiel 5 Stunden warten, haben Sie sich 10-mal eingeloggt, also 10 ist dann, K ist gleich 10 und dann ging es dann 9-mal schief, ja? Gerade jetzt hier, weil 9 Logins haben ja versagt. So, ja, was glauben Sie, was ich jetzt hier machen werde? Ne? Also das haben wir uns jetzt hier mal klar gemacht. Jetzt bin ich noch ungeduldiger. Ich logge mich nicht nur alle halbe Stunde ein, sondern alle 15 Minuten. Ja? Wie würde es dann aussehen? Also, da wäre ja im Endeffekt die Wartezeit ja trotzdem die gleiche, nicht? Also, ich meine, gut, vielleicht bekomme ich dann eine E-Mail früher oder so. Wenn ich mich alle 15 Minuten einlogge, würde hier stehen, P von X ist gleich K durch 4, also ist in dem Fall 1 minus Lambda durch 4, weil dann reduziert sich auch die Wahrscheinlichkeit nicht auch entsprechend gut. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt hier innerhalb einer Stunde mit Wahrscheinlichkeit von 10% eine E-Mail bekomme, bekomme ich in einer Viertelstunde mit Wahrscheinlichkeit von 2,5%. Ne? Das ist ja eigentlich auch proportional. So, also wird hier stehen 1 minus Lambda durch 4 hoch K minus 1 bei Lambda durch 4 und so weiter. So, jetzt bin ich noch ungeduldiger. Ich logge mich nicht nur alle Viertelstunde ein, sondern ich logge mich jede Minute ein. Oder sprich, noch besser. M gegen Rätlich. Also ich logge mich die ganze Zeit ein. Ja? Was würde eigentlich aus praktischer Sicht das bedeuten, wenn ich mich die ganze Zeit einloggen würde? Aus praktischer Sicht. Jetzt denken Sie mal nach. Ja, Sie bleiben drin. Ja? Sie bleiben hier einfach drin. Verstehen Sie? Sie gehen gar nicht raus. Ja? Also Sie gehen gar nicht raus, Sie bleiben drin. Ja? Und wozu, ich meine, wozu rausgehen? Ja? Also dann sehen Sie auf der E-Mail kommt und so. Genau. Sie bleiben drin und dann gucken Sie ja auf die Wartezeit. Sehen Sie, da gucken Sie auf die Wartezeit, da gucken Sie auf die Wartezeit. Ne? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zum Beispiel höchstens 2 Stunden warten müssen, so, bis die E-Mail kommt, oder höchstens 1 Stunde, oder höchstens eine Viertelstunde oder so. Da können Sie das berechnen, verstehen Sie? Und das ist das, was wir machen werden. Ja, also im Grunde genommen, wir schreiben jetzt hier N hin. Ja, also ich mach das jetzt hier vielleicht mal allgemein, schauen Sie, das ist jetzt hier, sieht so ein bisschen aus wie die bei der geometrischen Verteilung, dann haben wir auch die Verteilungsfunktion ausgerechnet, schauen Sie, das hatten wir ja eigentlich schon gemacht, also wie gesagt, deswegen, das wollte ich jetzt hier überspringen, wenn man jetzt hier, also wir machen jetzt hier Folgendes, ich schaffe das jetzt hier mal erstmal allgemein, den P von X ist gleich K
K durch N. Also wir locken uns jetzt hier N mal ein und dann ist jetzt hier die Wahrscheinlichkeit 1 minus Lambda durch N hoch K minus 1 mal Lambda durch N. Okay. Ja, das ist jetzt erstmal das Erste, was ich jetzt hier machen werde. Okay. So, dann hatten wir ja hier auch, das hatten wir auch bereits schon jetzt hier, das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie bei der geometrischen Verteilung. Schauen Sie, dann hat man jetzt hier auch sowas wie eine Verteilungsfunktion jetzt hier auch bestimmen können. Und zwar in dem Fall, schauen Sie, das schreibe ich jetzt hier wie folgt. Gehen. Also das sieht so aus ein bisschen wie die geometrischen Verteilung, deswegen mache ich das jetzt hier nicht nochmal. Also P von X kleiner gleich K durch N, jetzt in dem Fall, und dann als Ergebnis hat man jetzt hier bekommen 1 minus in Klammern 1 minus Lambda durch N hoch K. Okay, das war eigentlich das Ergebnis. Ja, also wenn Sie das jetzt hier nicht mal wissen, dann können Sie das nochmal nachgucken. Okay, bei der Verteilungsfunktion. So. Und wie gesagt, was wir jetzt im nächsten Mal machen, also im nächsten Fall machen werden, ist, wir werden jetzt hier den Grenzwert ausrechnen, und zwar von diesem Ausdruck 5x kleiner gleich k durch n für n gegen unendlich. Nicht gegen Fragezeichen, n gegen unendlich. Ne? Das heißt, wir locken uns zweimal ein, die Stunde, dreimal die Stunde, viermal die Stunde, fünfmal die Stunde, sechsmal die Stunde, 20-mal die Stunde, 100-mal die Stunde. Unendlich, ja, unendlich heißt, wir bleiben drin. Ja. Wir bleiben drin und gucken, was mit dieser Verteilungsfunktion passiert. So. Und das Ergebnis wird dann sein, da kommt dann die, als Ergebnis die Exponentialverteilung heraus, also quasi jetzt hier in diesem Zusammenhang für die Wartezeit. Okay, aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir dann in der nächsten Stunde. Also ich hatte jetzt hier noch 2 Minuten Zeit, ich meine, das wird man jetzt eigentlich auch ganz schnell bekommen, aber das mache ich jetzt nicht. Machen wir mal. Okay? Einverstanden? Okay, dann danke ich für die Aufmerksamkeit.